Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft II Replaycast 2170. Wir sind im zweiten Halbfinale. Wir haben den letzten Spieler, der nicht aus Korea ist, der einzige Spieler, der nicht die Gruppenphase gewonnen hat. Das hier in Rot, das ist Olivera beim Team Kaizi Gaming. Und sein Gegner, der Protoss in Blau, der letzte Protoss im Turnier, da haben wir Hero. Aber gut, bei den letzten vier Spielern, da sind auch nicht so viele Optionen übrig. Aber ja, wir haben ein Best of Five. Zwischen den beiden. Einer von den beiden kommt ins Finale, für den anderen ist die Reise hier zu Ende. Und wie gesagt, Olivera, der einzige Spieler, der nicht direkt die Gruppenphase gewonnen hat, also als Gruppenerster direkt im Viertelfinale platziert wurde, sondern er hat sich schon aus der Round of 12 hier hochgekämpft. Ich meine, er wäre ja fast in der Gruppenphase schon rausgeflogen. Er war ja ganz, ganz knapp so, dass er sich in seiner Gruppe weitergehangelt hat in die Playoffs. Hat gerade so viel funktioniert und jetzt steht er hier im Halbfinale und trifft auf Hero, einen weiteren starken Gegner, den ich irgendwie schlagen muss. Hero hatte bisher einen sehr soliden Run, wie gesagt, Gruppenphase gewonnen. Sein voriges Match im Viertelfinale war auch ziemlich eindeutig, hat da ordentlich abgeräumt. Und jetzt eben muss er mit diesem Terraner fertig werden. Hier auf Altitude unsere ersten Karte. Wir haben Twilight Council. Der Reaper bisher wurde nicht großartig reingelassen. Es gibt Gegenbesuch mit dem Adept hier. Der prüft die Lage, scoutet ein bisschen, wie man sieht. Es gibt Doppelbarracks. Factory kommt dann auch mit dazu. Aber das heißt ein früheres Stim. Mehr Biomasse mit Upgates. Und beim Protoss, da kommt Blink als erstes Werkzeug. Natural ist auf beiden Seiten mit dabei. Der Adept nervt ihn noch ein bisschen. SCV wird gesniped, konnte sich nicht rechtzeitig im Bunker retten. Und der portet dann einfach raus, bevor hier zu viel Feuerpower rumsteht. Und ja. Für Hero ist es tatsächlich das zweite Mal, dass er in der Weltmeisterschaft im Halbfinale landet. Das hat er schon einmal erreicht. Das ist ein paar Jahre her. Das war 2019. Da war er da ebenfalls schon. Und musste sich da aber zugeschlagen geben. Also da war im Halbfinale für ein Ende. Hero an sich, er ist GSL-Champion. Er ist auch DreamHack Masters-Champion. Aber er hat es noch nicht geschafft, einen Weltmeistertitel zu erlangen. Und war auch noch bisher noch nie im Weltmeisterschaftsfinale. Da wird das Setup tatsächlich auch reingelassen. Und der Cyclone kümmert sich drum. Die SCVs kämpfen mit. Gibt kein SCV-Kill hier, aber ein bisschen Verwerfung in der Economy. Ja, für Olivera ist es natürlich das. Er hält gerade seinen Run am Leben. Und das ist bisher sein krassester Run in dem Turnier überhaupt. Also ja, er hat kleinere Sachen gewonnen. Er hat chinesische Turniere gewonnen. Aber in wirklich den großen Dingern, da war für Olivera oftmals recht schnell Ende. Also seine beste Platzierung war dann mitunter noch die... Das Halbfinale in der WCS Montreal, 2018, ist das also auch schon einige Jahre her. Und ja, seine Hauptsiege sind eben einfach in chinesischen Turnieren gewesen. International war Olivera dann nie ganz so erfolgreich. Und zuletzt war er, also seine beste Platzierung bisher in der Weltmeisterschaft war Top 16. Und das Jahr zuvor, also letztes Jahr, hat er Top 20 erreicht. Also für Olivera ist das gerade sein mit Abstand bestes Ergebnis schon, dass er hier im Halbfinale steht. Jetzt ist er nämlich Top 4. So, schon mal eine ganz andere Bandbreite. Er hat auch bisher noch nie so viel Preisgeld gewonnen, wie er hier mit dieser Top 4 Platzierung schon mal gesichert verdient. Bisher sein höchster Erfolg waren knappe 10.000 Dollar und allein für Top 4 hier gibt es bereits 40.000. Also es ist ein gewisser Sprung nach oben. Ja, wir haben aber jetzt in diesem Best of 5 Bewegung, denn die Stalker haben Blink und checken mal die Lage an der Terraner Base. So, aber bringt sich in Position. Wir haben da noch sicher die zwei Basen. Da kommt jetzt schon Marauder mit dazu. Combat Shield folgt. Wir hatten nicht viel TVP auch in der letzten Zeit, muss man dazu sagen. Wie gesagt, mit Hero als der einzige Protoss, der da unterwegs war. Nicht verwunderlich. Wir kriegen jetzt noch eine Forge mit dazu. Es kommen mehr Stalker. Und da hatten wir gerade den Load-In ins War Prism. Marine hält da aber Wache. Das War Prism ist gerade lieber ein bisschen vorsichtig. Das noch nicht überstürzen. Seit die beiden haben auch schon ein paar Serien gegeneinander gespielt. Wir sind jetzt erstmal die Stalker, checken die Verteidigung an der Natural und kriegen SCV 1, SCV 2, ignorieren erstmal komplett den Bunker. Bei Notfalls können wir rausblicken, wenn der Schaden zu viel wird. Und genau das passiert ja auch. War Prism hat sich dann aber noch nicht reinbewegt. Das wartet hier draußen noch. Ja, die beiden haben einen Stand von 10 zu 7 aktuell in Serien. Also es ist tatsächlich recht knapp zwischen den beiden. 10 zu 7 Vorteil Hero. In den Serien 28 zu 21 in Maps. Und da geht es jetzt nochmal ran. Mit Stalkern in der Mainbase. Da wurden sie ausgeladen. Da gibt es jetzt... Oh, da gibt es jetzt tote SCVs. Und davon nicht gerade wenige. Der Rest der Truppe jagt gerade die Stalker hier. Mit Stim, wie man sehen kann. Dass man die Stalker besser rankommt. Und da wird immer Lockon genutzt. Aber es sterben massenhaft SCVs dafür. 13 SCVs down in der Mainbase. Die Einheiten, die hier nachgebaut wurden, sind nicht genug, um das zu halten. Ein paar Stalker. Und jetzt noch ein paar Salads dazu bekommen. Da ist jetzt ein Siege-Tank mit dabei. Die SCVs kämpfen nochmal der Runde.
weil sie quasi kämpfen müssen, aber der Damage ist wirklich hoch. Es ist eine komplette Middle-Line verloren gegangen. 16 SCVs down. Und ja, es geht jetzt auf der anderen Seite. Soll es weitergehen, aber die Stalker sind auch noch nicht ganz fertig. Waren der Natural nochmal ausgeladen. In dem Fall ist aber nochmal einer gestorben. Es sind noch zwei Stalker hier drin. Die Frage ist jetzt eben, kann Hero die Terran Army stoppen? Kriegt bereits den Cyclone, aber muss jetzt trotzdem seinen Stalker hier kämpfen. Er hat die Schildbatterie hier, aber es ist ziemlich viel Bio-Feuer-Power. Und die räumt die Stalker weg. Die Sellers verschwinden neben, weil die Schildbatterie ist nicht genug. Kann nicht genügend mit Overcharge gegenheilen. Und der Pylon fällt hier auch noch. Das Gateway ist dann offline. Jetzt geht es hier auch an die Props. Also jetzt eskaliert das auch in der Protoss Economy. Koloss gerade frisch gespawnt. Der läuft aber nach vorne. Damit wird es sofort weggefokust. Olivera kriegt hier den Sniper. Er kriegt die Props. Und er hat die Protoss Army immer noch zerlegt Stück für Stück. Da ist kaum noch Protoss Army übrig, muss man sagen. Ein weiterer wichtiger Pfeil entfällt. Nochmal zwei Gateways offline. Keine Kolosse können mehr gebaut werden. Tatsächlich, da ist es einfach das GG von Hero, weil er einfach keine Mittel mehr hat. Er hat wenig Army Supply. Props sind auch gerade die Hälfte davon weggestorben. Dieser Attack tatsächlich überrumpelt ihn ein wenig. Er macht so viel Damage hier, aber die Armee war halt noch da und er hat währenddessen ein paar Stalker verloren. Und diese Armee vom Terraner schlägt zu und schlägt den Protoss tatsächlich. Das Einzelne geht hier tatsächlich an den Terran, obwohl eben, man sieht das, das war eben gerade die Eskalation mit den toten SCVs. Aber währenddessen, man sieht es hier auch, die Terran-Armee war krasser und sie hatte eben ihre Upgrades jetzt. Da war Stim Combat und plus 1 Attack mit drauf und Medivac Heal. Und die Protoss-Armee war für den Fight noch nicht gerüstet. Das hat dann die Stalker gekostet, dem Kampf gesamt, wie man sehen kann. Da waren es 15 Stalker, 6 Zerletzer. Ja, der Koloss auch unglücklich ein bisschen weiter reingelaufen. Man sieht, der Trade war ziemlich einseitig. Und somit geht der Terran hier erstmal in Führung. Weiter geht's auf Dragon Scales. Wir kriegen die Wondrex Expansion für Olivera. Es wird ein Marine gebaut und statt einem Reaper. Es hat dann am Anfang nicht so viel Map Vision. Die Probe hier nervt noch ein bisschen. Geld ist jetzt dafür im Command Center, aber solange die Probe hier im Weg steht, kann man das hier nicht direkt setzen. Bei Terraner kann man es notfalls auch ein bisschen versetzt bauen und dann halt rüberfliegen. Fliegt halt nochmal ein bisschen Zeit. Jetzt ist der Marine da, das mit der Probe hat sich erledigt. Auf der anderen Seite ist es die Gateway Expansion. Es kommt der Core und dann kann es auch in den Tech gehen. Und die Probe ist dann auch unterwegs. Was hat die hier noch irgendwas vor? Weil die fährt so nicht ganz in die Ecke. Das sieht so ein bisschen nach Proxy-Pylon aus. Vor allem jetzt hier hinten mit dem Patrouillen-Move. Sucht sich nur den richtigen Spot dafür. Aber die Probe verhält sich auf jeden Fall sehr verdächtig. Es kommt erstmal ein Adept, aber nein, Tech kommt in der eigenen Mainbase. Da kommt ein Stargate. Also ein Wechsel im Vergleich zur ersten Karte. Da kann man einen Oracle bauen. Die Probe währenddessen hängt hier immer noch ab. Hat aber noch nichts gebaut. Und wir kriegen wieder Doppelbarracks für Olivera. Factory da noch mit dazu. Also er spielt im Prinzip sein Opening aus Map Nummer 1. Muss sich aber dann mit anderen Einheiten auseinandersetzen. Und die Probe schleicht sich jetzt noch mal ein paar Meter näher. Ich meine, es könnte trotzdem noch ein Warp-In-Pylon geben irgendwo. Warp-Gate dauert aber noch, bis es fertig wird. Bis sich die Gateways dann aufklappen können. Aktuell noch die Normalproduktion, bevor man dann reinwarpen kann. Das Stargate wird problemlos fertig. Klar ist noch keine Präsenz da, kein Reaper da. Das heißt, man hat als Protoss gar keine Probleme aktuell. Es kommt direkt als erster einer dein Oracle. Wird auch gechrono-boostet. Währenddessen hier kommt der Proxy-Pan. Ja, die Probe, ich meine, die hängt hier immer noch ab. Das ist mehr als verdächtig. Klar, für Olivera, er hat die Info nicht. Wie denn auch? Er hat die Probe nicht weiter verfolgt. Aber das ist das Weiteste, was er bisher seine Basis verlassen hat. Also er hat sich bisher sehr in seinem Gebiet gehalten, bleibt auch weiter defensiv, hat gleich Doppelmule. Es kommt ein Cyclone, was wichtig wird für so eine Verteidigung, gerade gegen das Oracle. Und das hier wird einfach ein ganz normaler, bis es wird ein beschleunigter Warp-In-Pylon. Man hat den langsamen Warp-In, wenn kein Gateway dran steht, aber das Gateway kommt und dann kann man schneller reinwarpen an diesen Pylon und damit eventuell früh auch Aggression starten. Bei Warp-Gate ist gleich da. Es kommt aber auch noch ein Twilight Council mit dazu. Es ist nur ein Oracle hier. Also es wird jetzt nicht weiter in den Stargate-Tag gepumpt, aber das Oracle schaut sich die Sache an. Es sind nicht so viele Marines hier. Der Cyclone ist mit dem Lockern. Da kann das Oracle aber noch rausfliegen. Kann es das? Oh Gott, wie viel Schaden da noch drauf gekommen ist. Rund auf 20 HP. Es war so lange am Rand des Radius, aber es kam einfach nicht ganz raus, das Oracle. Cyclone ist also in der Mainbase. Die Marines halten Wache an der Netspiel. Hier wird kurz die Lage gecheckt, noch mit einem Marine. Und da wird das Gateway aufgeklappt. Von Gateway zu Warpgate transformiert. Und dann kann man hier richtig schnell Einheiten reinballern, wenn man wollte. Ein Adept checkt hier mal kurz die Lage. Es gibt ein weiteres Mal Blink für Hero. Aber eben dieses Mal hat das Stargate doch davor gehabt. Ich meine, er kann mit dem Oracle noch, er kann es hier eventuell entlang schleichen. Mit High Ground Vision könnte man direkt in die Mainbase reinspringen. Das wäre eine Option für den Protoss. Wenn das kommt, das Starport bei Olivera. Es werden mehr Marines. Stim ist gleich da. Also die Bio wird dann einsatzfähig.
Und hier, die Stalker setzen sich in Bewegung. Der Marine kommt jetzt gerade noch vorbei, sieht davon aber nichts. Die Stalker haben die Basis bereits verlassen. Hier sieht man, dass ein Stalker wieder zurückläuft. Und man sieht Chrono Boost auf das Twi'lek. Also man kann sich zusammenrechnen, dass das sehr wahrscheinlich blinkt wird, was da passiert. Und wir haben hier... Wir hatten hier kurz einen Ärger. Das hat der Adept, glaube ich, der reingegangen ist. Das richtig auf dem Schimmer. Ja, der Adept ist hier reingegangen. Das gibt gerade... Er ist nicht reingegangen. Und was haben die hier angegriffen? Das Oracle hing nämlich hier in der Ecke ab. Oder ist das schon der nächste? Okay, das ist der nächste Teleport. Der Follow-Up-Teleport war da schon. Bisschen weit zurückgesprungen. Ja, der ist hier dann reingejumpt. Das hat hier einfach nicht ganz auf dem Schirm gehabt. Versucht er noch ein SCV mit... Okay, kriegt ein SCV dafür. Oracle, das versucht sie jetzt auch in Position zu bringen. Es hat gemerkt, dass nämlich der Cyclone auch rübergewandert ist. Und somit nicht mehr die Mainbase beschützt. Das heißt, hier gibt es mehr Damage. Und hier, die Terran Army will auch raus. Trifft aber dabei auf Blinkstalker. Wobei, nee, Blink ist noch nicht ganz da. Also, noch sind es normale Stalker. Es braucht noch einen Augenblick. Das Timing ist gerade noch besser für Oliveira mit seinem Stim, aber kein Blink beim Protoss. Aber in 10 Sekunden sind das Blinkstalker. Und weitere Blinkstalker sind unterwegs, um die Terran Reinforcements anzugreifen. Das Medivac kriegt ein bisschen Ärger, boostet aber raus. Also, wieder ein Angriff hier von Oliveira. Läuft das genauso ab wie Map Nummer 1? Von wegen, hier sterben SCVs und dann geht der Tarano rüber und killt den Protoss. Zumindest ist das der Versuch, weil es sind zwei Siege Tanks mit dabei. Die Stalker, wenn das mit kaufen ein bisschen Zeit, nehmen ein paar einzelne Marines raus, Schildbatterie lädt nochmal auf. Mehr Stalker mit am Start, wenn das das Oracle seine ganze Liga rausgeballert, also mehr geht da gerade nicht. Die Stalker, die versuchen jetzt auch der Tarana-Army in den Rücken zu fallen, wie man sieht. Die warten da extra, dass man die Siege Tanks angeht. Es gibt noch keine dritte, die man leicht wegballern kann. Aber die Einheiten positionieren sich neu, das heißt, die vier Stalker werden jetzt gefunden, da werden die Panzer eingeladen. Aber Oliveira kommt zumindest dieses Mal mit seinem Angriff nicht durch. Oh, das Medivac wird fast gesnappt. Der eine Volley landet. Das Medivac ist mega laut. Die Stalker haben gerade keinen Blink. Die Kollegen kommen aber jetzt mit dazu. Die blinken jetzt einfach voll drauf. Und die Terran Armies hat, ja, auf offenem Feld, ohne schnelle Reinforcements. Medivac fällt, der ganze Trupp fällt. Die gesamte Terran Army hat es gerade zerrissen. Diesmal läuft das genau andersrum. Diesmal ist es die Protoss Army, die die Terran Army abräumt. Und es hat ziemlich einseitig drei Stalker nur verloren. Und wie man sieht, sehr, sehr viel Terraner rausgenommen in den letzten anderthalb Minuten. Die Stalker pushen sofort weiter. Warp and Pylon gibt es ja auch immer noch. Heißt, Reinforcements sind auch gesichert. Und die Stalker, man sieht es einfach noch aggressiver rein in die gegnerische Base. Was soll denn hier schon groß aufhalten? Die SCVs wollten auch schon mitkämpfen, aber das nutzt dann auch nicht mehr viel. Oliveira sagt, nee, das wird nix. Dieses Mal habe ich das verbockt mit meiner Armee. Und so schnell landen wir dann auch in einem 1:1. Die beiden machen aus dem Best of 5 ein Best of 3. In recht kurzer Zeit, in nicht mal 15 Minuten. Und das Best of 3 entscheidet, wer ins Finale einzieht. In dem Fall gibt es dann wieder die Reaper-Expansion. Das SCV musste ausgetauscht werden, weil die Probe hier noch sehr, sehr nervt. Aber die Probe wird dann selber weggesniped vom Reaper. Und dieses Mal gibt es von Hero auch einen Proxy da draußen. Hat dann Gateway aufgestellt. Die Probe hier fällt. Und der, okay, der Reaper scoutet direkt hoch. Und wird das auch direkt finden. Also Oliveira kriegt direkt die Info, dass da noch ein Gateway steht, dass da mehr Ärger auf ihn zukommt. Die Frage ist, wie macht er das? Er zieht sofort SCVs, versucht jetzt einen Bunker auch aufzustellen. Es kommen hier Adepts. Seine Feuerpower ist natürlich massiv limitiert. Und das Scouting-SCV auch noch zurück. Und ja, für Hero, frühes Investment hier. Nutzt den Teleport erstmal nicht, sondern versucht zu kiten mit seinem Adept. Und hofft natürlich dann auf den nächsten Adept, dass der mit dazu kommt. Je mehr Feuerpower man hier hat, umso besser. Erstes SCV ist low, wird zurückgezogen. Bunker ist fast fertig, Command Center ist fast fertig. Bisher kommt Hero hier noch nicht so wirklich durch. Aber seine Feuerpower wird auch noch mehr. Den hoffen wir auch, dass der Terran irgendwie die Wall zu Mainbase offen lässt. Aktuell wird sie geschlossen und dann springt man hinten rein. Aber da ist gerade nicht viel zu holen. Der Bunker ist gefüllt mit Marines, einem SCV und einem Reaper. Der Reaper versucht jetzt ein bisschen hier mit den Adepts zu spielen, dass die eben noch ein bisschen mehr Schaden abkriegen. Man sieht das eben, der Bunker hilft aus und eine Adept ist auch schon low. Die Adepts arbeiten jetzt einfach Stück für Stück durch das Supply Depot. Wenn das ein Reaktor wird, gerade vergessen. Die Barracks hat die letzte Zeit nichts produziert. Kann jetzt wieder loslegen damit. Der Reaper hat es aber fast schon geschafft, diesen Adept zu snipen. Er hat noch 8 Hitpoints und der Reaper kitet, was das Zeug hält. Er natürlich nicht zu nahe kommen, weil die ja, Adepts zerlegen ihn doch recht schnell. Das Supply Depot wird in Kürze gesniped. Man hat jetzt einen Adept bekommen. Command Center nochmal umgesetzt. Gott, der Reaper ist nochmal mutig, aber zu mutig in dem Fall. Gibt aber Zeit für die SCVs, um den Bunker zu das Supply Depot zu reparieren. Das heißt, die Wall ist weiterhin geschlossen. SCVs leiden dafür erstmal nicht. Und jetzt geht's mit 3 Adepts hier wieder weiter. Also der Ärger in der Netzschule noch nicht zu Ende. Da ein SCV unglücklich gespawnt. Jetzt ist aber ein Cyclone mit dabei. Und der nervt richtig hart. Da können die Adepts nicht viel dagegen machen. Erster wird auch schon gesniped. Und damit ist die Aktion erstmal zu Ende. Sind da trotzdem noch 3 Adepts draußen? Es kommt Blink auch ein weiteres Mal. Es kommt eine Robo noch mit dazu. Die Adepts versuchen natürlich nervig zu sein die ganze Zeit. Lücken in der Verteidigung des Gegners zu finden. Vielleicht findet man doch noch den Weg an die SCVs. Aber für hier ist es auch Vorbereitung
für eine dritte Basis. Wir sind bei 31 zu 34 Worker. Die Adepts machen nochmal weiter. Probo dann auch gleich fertig. Hier gibt es jetzt ein eBay. Wir haben jetzt auch eine zweite Buttocks wieder und Stim unterwegs. Also Open Clinch für Oliveira ist es wieder dasselbe eigentlich, nur eben mit ein bisschen Anpassung auf die Situation. Muss in den Bunker bauen, eben braucht er das Tech Lab an der Factory, um da zwingend einen Cyclone und einen Panzer jetzt rauszukriegen für die Verteidigung. Das Tech Lab jetzt frei für eine weitere Barracks. Panzer stellt er nach unten, die Adepts jetzt alleine schaffen nicht mehr viel. Hero aber schnappt sich seine dritte Basis, also kann sich konmitänisch sehr stark aufstellen. Und sein Blink kommt ebenfalls dann wieder zu. Und die Adepts ja machen einfach das Spielchen die ganze Zeit. Den Terraner auf die Nerven gehen. Und vielleicht erwischt man doch einen Moment, wo der Terraner nicht aufpasst und die Wall offen lässt. Wobei, da stehen so viele Marine Center, da nicht sicher, ob man da reinspringen möchte, um ehrlich zu sein. Es kommt jetzt erstmal noch ein Warp Prism dazu und da kann man einfach auch den Weg über die ganze, in den ganzen Rand hier gehen. Die Membase hat da sehr viel Fläche, die man ausnutzen könnte. Also Hero bestimmt hier das Tempo, schickt auch seinen Observer mit ran. Die Stalker können dann rauslaufen, Blink dauert nicht mehr lange. Das Warp Prism kann sich dann auch auf den Weg machen. Dritte Basis ist gleich fertig, 44 zu 42 Worker. Klar, Mules sind noch aktiv, also aktuell die Turn Economy noch sehr stark. Und da kommt ein Scan. Und der sieht das auch einmal alles, was da an Gebäuden rumsteht. Twilight Council und Robo waren gesehen, das Warp Prism war auch noch im letzten Moment mit im Scan-Radius. Da hat Oliveira auch geguckt, da war kurz noch sein Kartenausschnitt drauf. Und bis aber währenddessen überwacht die gesamte Terraner-Gegend hier. Und der hat jetzt belagern immer noch den Vordereingang. Und da sind jetzt die Stalker mit dabei. Stim ist auch fertig, als nächstes Concussive Shells und Tech Lab. Und Combat Shield aus dem Tech Lab. Zudem kommt plus 1 Attack. Marauder werden produziert, das ist stärker gegen die ganzen Stalker. Aber trotzdem, die Stalker versuchen natürlich jetzt ein Opening zu finden, wo die Defensive nicht so stark aufgestellt ist. Der Observer wird aber gerade weggescannt, die Adepts. Wie gesagt, die können jetzt zwar hier rein, aber nicht gegen die Feuerpower, da leben sie nicht lang genug. Charge kommt als nächstes. Will ich Hero hier zuschlagen? Swap Prism hängt mit den Stalkern ab. Die Adepts versuchen es jetzt an der Natural. Springen aber da auch nicht rein. Der Bunker steht noch, der Cyclone steht da mit dabei. Wir haben nochmal einen weiteren Panzer, der unterwegs ist. Und das ist jetzt einfach ein Marine erwischt. Ja, die ganzen Terraner-Upgrades kommen jetzt hier mit 10 Concussive Shells ready. Und 10 Sekunden sowohl Infantry Weapons als auch Combat Shield und Turn Army. Sie bewegt sich raus. Das könnte das Signal sein, auf das Hero gewartet. Er wird das gleich sehen mit seinem Gateway und seinem Pylon, dass da sehr viel Terran Army unterwegs ist. Damit könnte er vielleicht zuschlagen. Die Adepts porten die eventuell auch mit rein. Die Adepts porten schon mal als erstes rein. Aber da ist noch ein Siege Tank mit dabei. Das heißt, die Adepts leiden die Stalker noch nicht in Bewegung. Die Adepts werden relativ schnell zerstört. Nehmen 2 SCVs bisher mit. Den drittes SCV auch noch. Dafür haben wir jetzt aber Pylon plus Gateway verloren. Und hier drüben ein Marine scoutet die Lage an der Protospace. Die Stalker-Masse ist hier am Start mit einem Haufen Zealots. Warp Prism hat jetzt Zealots geladen und versucht, allein in die Mainbase zu kommen. Die Stalker belagern den Haupteingang. Das sind 2 Siege Tanks. Da kommt aber auch eine Mortal mit dazu. Also es schaukelt sich ein bisschen hoch. Cyclone sofort mit dem Lockdown auf das Warp Prism. Die Zealots chargen ihm hinterher, aber es sind nicht genug. Das Warp Prism wird es nicht überleben. Die Zealots sind hier drin gestrandet. Die Stalker versuchen aber dafür, jetzt vorne den Kampf anzugehen. Treffen aber ja, auf Panzergegner. Also da geht nicht viel. Immerhin, es werden SCVs nochmal mitgenommen. Davon auch ein gutes Stück. 4 Stück jetzt hier gekillt. Wir sind bei 45 zu 57 Wok und da ist keine dritte bisher. Die wird jetzt erst noch gebaut. Also das dauert, bis die dritte wirklich einen Einsatzzweck hat für Oliveira, bis sie einsetzbar ist. Währenddessen kommt ein Temple Archive und eine Forge bei Hero. Und der hat jetzt 60 Probes. Also seine 3 Basen sind soweit aktiv. Das Medivac kriegt einen Volley ab, überlebt das allerdings. Die Bio stimmt jetzt ein bisschen voraus. Die Stalker jagen. Die Stalker können gleich weiter rückwärts kiten. Da wird das eine nochmal rausgesniped. Der war angeschlagen. Nächste Blink verwendet. Für Hero geht es jetzt eben, kann er den nächsten großen Terraner-Push aufhalten. Da kommt Liberator nämlich auch noch mit dazu. Da ist neben Marauder mit drin. Stalker haben sie nicht so einfach. Was steht da sonst noch rum? Wir haben einen Immortal, wir haben einen Haufen Zealots. Templar Archive ist noch nicht online. Plus 1 Attack dauert auch noch, bis das fertig wird. Währenddessen plus 1 Armor noch unterwegs für den Terran. Und die Terran Army, ja, sie ist ziemlich massiv hier. Und sie rollt ein weiteres Mal an. Es geht auf die dritte Basis. Da gibt es noch eine Archon. Da steht eine Schildbatterie, die kann man overchargen für ein bisschen Hilfe. Die Zealots auch schon okay. Zealots und Guardian Shield und vorwärts geht's. Von verschiedenen Seiten will man diese Terran Army möglichst schnell brechen. Erster Panzer fällt, zweiter Panzer fällt, dritter Panzer wird noch nicht gefokust, aber der steht jetzt hier offen und der wird auch rausgenommen. Dafür sterben aber alle Zealots. Die Bio kitet sich durch die ganze Tankmasse durch, die der Protoss hat, mit in Form der ganzen Zealots. Aber die Stalker jagen jetzt sofort wieder ein paar Einheiten hier. Und ohne die Siege Tanks ist es ein bisschen entspannter hier zu kämpfen. Neue Zealots kommen dazu. Der Archon ist jetzt auch online. Schildbatterie kann noch ein bisschen was aufladen hier und Storm ist unterwegs. Storm wird gerade erforscht mit Chrono Boost. Die ersten Templer waren da auch reingeworfen oder zumindest jetzt als normale Templer, die waren gerade nicht zum Archon. Trotzdem, es dauert, bis das Upgrade da ist.
Und jetzt hat der Terraner noch 1-1. Da kommen die SCVs mit. Viech Olivera ist einfach Do or Die Push, den er gerade entsetzt. Und der kriegt auch einen Counter-Attacker mit ein paar Salets. Also den Force-Mits lassen auch auf sich warten. Die Probes gehen mit in den Kampf. Schild, weil die Overcharge ist mit aktiv. Kann Olivera tatsächlich durchbrechen? Er hat die ganzen SCVs mit dabei. Fehlt also Economy, er flippt die Waffe. Er kann Storm stoppen. Und das wird auch sofort gecancelt, weil man will das Geld jetzt anderweitig haben. Man muss irgendwie Einheiten rankriegen damit. Da kommt nochmal ein Archon. Er blöd bei der Button aufgegabt. Die Stalker blinken nach hinten. Und die Bio räumt hier durch. Will die Natural haben. Ja, das in der Protostrupp hier wurde soweit aufgehalten. Er wurde aufgehalten von den Reinforcements. Die Bio ist aber ziemlich angeschlagen schon. Da kommt die Archons mit, die Liberator 7, die Archons aus dem Leben. Da Stalker versuchen alles ab. Die Stalker kommen auch nicht so wirklich ran. Die Natural lebt gerade noch so wie für Hero. Hat die letzten 60 Hitmans, aber verliert seine Mortal. Er verliert die Archons. Die Stalker sind noch da. Die Infrastruktur bricht auseinander. Die Gateways waren hier gesniped. Wir sind bei 41 toten Probst, 20 toten STDs. Economy ist 25 zu 30. Army Supply ist noch deutlich krasser gerade für den Challenge. Die Stalker können aber noch Blink nutzen. Plus 1 Weapon ist jetzt noch fertig. Der Mortal schießt nochmal mit rein. Der Nexus noch lebt er. Aktuell ist er nicht davor. Er wird kurz umgeschossen von der Bio, dass sie besser Platz hat, um die Stalker auseinanderzunehmen. Und die Hero ist kaum noch Supply da. Er zieht sich bis in die Mainbase zurück. Und da ist der letzte Rest, den er da noch irgendwie besitzt. Und selbst der ist jetzt hier in großer Gefahr. Der Pilot wird nämlich gesandt. Das heißt, kein Fallout-Warpin. Die Pumps werden mit nach vorne gezogen. Und da ist nichts mehr, was Hero noch da hat. Olivera geht wieder in Führung. Zieht er einfach die SCVs und ja, killt den Protoss, bevor er da mit dem Splash-Damage um die Ecke kommt. Weil Storm hätte dies ja mir wirklich hart zerstört. In dem Fall war aber eben noch die Masse da und Hero hatte nicht ganz die Antworten dafür. Seine Stalker haben dann nicht genügend DPS gemacht. Der Counter-Attack war dann auch nicht genug, um das aufzuhalten. Also Olivera konnte doch reinforcen, aber seine Economy war jetzt nicht sonderlich gut. Aber es kam genug nach, dass es reicht. Und er hat eben die ganze Protoss-Economy lang. Man sieht, kurz zuvor war der Mining-Vorteil ziemlich riesig. Das war eben, als die SCVs dann losgefahren sind. Aber dann hat sich das alles komplett gewendet. Also der Terran jetzt mit der 2-1-Führung. Ein interessantes Game. Es hat mit dem Proxy-Gate angefangen und Olivera hat das Geschenk zurückgegeben mit dem SCV-Pull. Und was kriegen wir jetzt als nächstes? Weiter geht's auf Gresvan. Proxy Gate ist es dieses Mal nicht. Proxy Pinen ist auch keiner am Start. Die Probe nervt das SCV, das Command Center baut. Es gibt ja aber die Reaper Expansion, also für die Probe ist der Spielraum gleich zu Ende. Ansonsten wird sie gesniped und es gibt auch den Gegenscout mit dem SCV. Und es gibt da ganz normal die Gateway Expansion. Also alles ganz normal. Bisher die Probe wird auch gefunden vom Reaper. Also kann sie den Kill holen. Das ist keine weiteren Informationen, die Hero da bekommt. Reaper scoutet dann noch die nähere Umgebung ab. Hier in dem Fall, ich meine, Gresvan ist ein bisschen größer, ein bisschen weitläufiger, gibt es da eventuell ein Stargate als Tech, dass man da ein bisschen die Lage checken kann, vor allem als er auch die Probe keine weiteren Infos holen konnte. Wir haben jetzt als erstes den Adept, der sich auf die Reise begibt, zweiter Adept wird geworden, es kommt das Stargate, hinten rein, hinter der Ecke der Mainbase, Schildbatterie auch schon mit dabei, also sehr frühe Schildbatterie, Hero geht da auf Nummer sicher. Währenddessen der Adept da auf die Reise geht, weil es ist halt jetzt nichts zu Hause. Also der neue Adapter ist, glaube ich, gerade fertig geworden. Ja, der ist gerade fertig geworden. Und der kann halt auch nicht überall sein. Er ist deutlich langsamer als der Reaper und die Schildbatterie sorgt dafür, dass der Reaper in der Mainbase kein Damage machen kann. Falls er da reinspringen sollte. Bisher ist der Reaper nicht daran interessiert. Und es gibt jetzt auch den Adapter auf der anderen Seite. Das heißt, einmal hier Arg am SCV, Arg am Reaper. Reaper überlebt. SCV überlebt auch. Mit dem letzten Hitpoint. Okay, der Adapter. Ne, kriegt den Kill nicht. Okay, zwei SCVs haben gerade zu legen. Das Command Center ist auch fertig geworden. Also viel Mühe für Hero, aber es reicht nicht, um tatsächlich den entscheidenden Kill zu setzen. Er hat bisher nur die Probe verloren, mehr ist nicht gestorben in diesem Game. Also der Adept, er hat viel Damage gemacht, aber ohne Kills ist das nicht ganz so spektakulär. Und da kommt der zweite Adept jetzt nach vorne und wir kriegen einen Phoenix tatsächlich. Die Marines währenddessen haben jetzt die Schnauze voll, die wollen diesen Adept loswerden, damit jetzt ein zweiter mit dabei ist. Das Problem eher noch etwas größer. Teleport um mit dabei, man sieht das eben die... Oh, er schafft es, er trifft wieder nicht den richtigen Marine. Jetzt kriegt er mal einen Kill, aber der Marine lebt halt auch mit einem Hitpoint. Da sind jetzt drei Einheiten drin mit einem letzten Hitpoint in diesem Bunker und die Adepts porten jetzt raus. Also irgendwie hat das Olivera ziemlich gut überstanden. Wenn das in der Reaper scoutet nochmal reinzieht, dass das da geht, sieht, dass da auch Phoenix gebaut werden. Erster Phoenix ist schon da, der kann jetzt im Alleingang liften. Dann passiert ja erstmal eine ganze Weile gar nichts. Bis in der Zeit der Phoenix dazukommt und der holt sich dann den Kill. Also Reaper ist weg, Info wurde aber gesammelt. Phoenixe, der erste Part hier für Hero. Der Roboter noch mit dazu. Währenddessen gibt es für Olivera wieder die Doppel-Barracks und dann es geht auch in die dritte Barracks. Also Stim, Combat Shield, Concussive Shells, kommt alles wieder recht zügig. Bei dem Fall würde mehr Marine spawnen, also Concussive Shells wird es wahrscheinlich nicht so schnell geben, aber Combat Shield ist da dann ganz wichtig, dass man die Marine Feuerpower hat, die Anti-Air hat gegen die ganzen Phoenixe.
kommt ein weiterer nämlich mit dazu. Plus 1 Attack startet auch für die Bio. Jetzt ist der Cycler mit dabei für zusätzliche Verteidigung. Für zusätzliche Anti-Air. Und ein eBay wäre jetzt auch das. Man könnte sogar auch Missile Turrets bauen, wenn man sich bedroht genug fühlt. Und da geht's in die Robotics Bay. Könnte Phoenix Koloss werden. Dass man sich da so ergänzt. Dann kommt jetzt auf jeden Fall noch ein Immortal. Es kommt auch eine Forge für die normalen Upgrades beim Protoss. Ja, es ist gerade noch eine Aufbauphase. Dritte Basis wird dann auch noch folgen. Eine Runde Makro wird eingestreut, wobei Olivera noch ohne dritte unterwegs ist. War klar, bei ihm ist ja erstmal noch der Tech auch vorrangig. Schnappt sich dann den Reaktor für den Starport für Doppel-Medivac-Produktion. Sein Stem ist in 10 Sekunden da und da sieht man eben auch Combat Shielders unterwegs. Die Phoenix haben jetzt bisher nicht viel, generell ist jetzt noch nie viel gestorben. Hauptsächlich, weil Heroes nicht ganz geschafft hat, die Kills zu machen, weil die Einheiten mit einem letzten Hitpoint mehrfach überlebt haben. Unglücklicherweise für ihn. Deswegen ist es rechnerisch, ist es ganz klar, er hat diesen letzten Angriff, den er gebraucht hat, nicht durchbekommen. Ist ja mit den Adapts extra so hingepatcht worden, dass die Marines und SCVs mit einem Hitpoint überleben. So, Observer schafft es, kurz Informationen zu sammeln, stirbt dann aber auch recht schnell. Durch den Scan dafür, die Phoenixe nutzen die Zeit, um in die Mainbase reinzugehen und die nehmen mal ein paar SCVs mit. 4 Kills, gibt es dafür einen toten Phoenix? Ne, der überlebt das auch im roten Bereich. 30 HP noch übrig, das heißt, er hat nochmal einen Schuss ausgehalten, bevor er gestorben wäre. So, wir sehen aber Combat Shield in Kürze, Medivacs in Kürze. Auf der anderen Seite gibt es die Kolosse mit Extended Thermal Lens. Das heißt, Phoenix Koloss ist soweit ready. Und da haben wir schon die zwei Medivacs. Die ersten beiden sind schon voll beladen und unterwegs. Die Phoenix kommen jetzt von der anderen Seite an der Natural. Missile Turret hat das nicht in Reichweite. Die restlichen Einheiten kommen gerade angelaufen. Der Drop schleicht sich währenddessen außenrum. Was kann der Drop erreichen? Mein Hero hat auf jeden Fall die Info, dass Medivacs da sind. So viel hat er noch mitbekommen, also dass da Medivacs jetzt ein Thema sein sollten. Seine Phoenixes sind recht gute Drop-Abwehrs, müssen halt an der richtigen Stelle sein. Und da hat er die Information. Da sieht der Adept kurz die Medivacs. Nicht sicher, ob Hero das ja herzrealisiert, denn man sieht Recall auf die Phoenixe. Das heißt, man hat sofort was parat gegen die Medivacs. Allerdings, die Marines wurden bereits ausgeladen. Der NSC Phoenix wird sofort weggeballt. Der Storm spawnt auch auf einer schlechten Seite. Die Marines gehen trotzdem einfach rein. Shipper, der Overcharge ist mit aktiv. Shipper, die wird gefokust, ist down. Und jetzt wird einfach draufgehalten auf alles, was im Boden hier rumsteht. Stalker zuerst, dann noch die Probes. Es waren 10 Probes und kommen diese Marines machen richtig viel Schaden. Ja, Medivacs sind gleich weg. Aber die Marines halten so lange durch. 12 Kills. Die Einheiten haben auch gelitten und das geht parallel auf die dritte Basis auch noch. Die dritte Basis hat keine Schilde mehr. Hitpoints schwinden, Koloss versucht sein Bestes, Widowmines aber auch mit dem Weg. Phoenix kommt jetzt angeflogen, aber die Basis ist nicht zu retten. Widowmines schießen, Koloss lebt gerade noch, so wird es dann auch gedived. Koloss stirbt auch noch oben drauf. Hero verliert richtig viel in dieser Verteidigung. Sein ganzer Economy-Vorteil gegen Flöten ist jetzt auch wieder auf 2 Basen mit ähnlich vielen Workern wie der Terraner. Er bekommt nochmal einiges an Army-Supply kaputt gemacht. Wir sind bei 2600, aber zu 3700 Resources. Insgesamt hat Hero hier auch mehr verloren. Den Phoenix verliert er, oder er verliert nicht ganz. Der lebt gerade noch so. Die neue Bio kommt jetzt nach. Mit einem Koloss, der hat sein Range Upgrade. Er hat plus 1 Attack. Aber die Protoss-Army ist noch nicht so üppig hier. Also es ist nicht sonderlich riesig. Es ist schön gemischt hier an Einheiten, wie man sehen kann. Alles mögliche. Schöne Dodge hier. Da wird um ein eingeladenes Warp Prison. Phoenix aber nochmal wagt sich nach vorne. Damit ist der letzte Phoenix auch Geschichte. Jetzt ist es einfach eine Gateway Army mit Immortal, also mit Robo-Unterstützung, Immortal plus Koloss mit dabei und die rückt vor. Die will hier mehr. Nächste Widowmine peilt, nächste Widowmine schießt, erwischt einen Stalker. Terran-Truppe zieht sich komplett zurück. Der Bunker steht da noch. Neue Widowmine eingegraben und wieder mal Verteidigung ist gefordert. Bunker soll repariert werden. Hero möchte jetzt pushen. Er will seine Armee noch nutzen, bevor der Terraner da mehr und mehr Zeug hat, weil da kommen jetzt Vikings mit. Dann wird es für den Koloss schwierig und auch das Warp-Prism lebt dann gefährlicher. Also Hero belagert jetzt, kann Warping direkt zünden. Er hat keinen Charge hier drauf. Er sagt, weder Charge noch Blink, das sind ganz normale Gateway-Einheiten. Plus 1 Attack ist halt drauf, wieder versucht den Bunker zu knacken. Aber das Force Field reicht, um die SCVs wegzuschieben. Der Bunker wird einfach weiter repariert. Die Marines kommen da auch schon raus, nehmen sich die Push jetzt schon gegen die Protoss-Army. Das Warp diesem stirbt. Das heißt, es kann nichts evakuiert werden. Die Salads sind weg, der ganze Puffer ist weg. Für Olivera, er kann jetzt hier drüber rennen über die ganze Truppe. Man sieht das auch, er dive da einfach rein. Koloss 1 ist da, die ganze Stalkbanner kommt. Der zweite Koloss kommt gerade unglücklich mit dazu. Und der steht jetzt ja komplett alleine. Er versucht sein Bestes, sich da irgendwie durchzukiten. Aber das ist so viel Terraner und der Koloss alleine, er schafft halt nichts und der wird auch gesnappt. Jetzt ist von Heroes Army fast nichts mehr übrig. Katastrophaler Fight für ihn hier. Hat ein bisschen unterschätzt, wie viel Terraner dann doch schon da ist. Er hat jetzt einen Disruptor und 2 Stalker. Daran hängt gerade noch sein Game, irgendwie sein Verbleib in diesem Turnier. Aber das sieht wirklich nicht gut aus für ihn. Denn Olivera rückt mal wieder aus und er will mal wieder einen Protoss brechen. Und das hat er in dieser Serie schon mehrfach ziemlich gut geschafft. Der Disruptor kriegt einen ziemlich guten Hit.
Und wir haben Schilper, die Overcharge aktiv, der Disruptor tankt ein bisschen an Schaden weg. Die Stalker wehren sich jetzt mit allen Mitteln. Das sind halt, ja, ganz normale Stalker, die können nicht blinken. Also sind nicht ganz so effizient, man kann sie nicht so gut micronen. Man sieht das auch, sie stehen jetzt im Fighten einfach. Schildbatterie haut die ganze Energie raus. Overcharge ist schon abgelaufen. Koloss ist wieder ein Weg gespawnt. Reicht das hier für Hero? Es reicht für Hero. Er kann das in der ersten Runde ein bisschen verteidigen. Jetzt die Bio hat die Schnauze voll. Stimmt, dive rein. Da wird eingeladen gegen den Disruptor. Disruptor wird dann auch gesniped. Koloss fällt. Die Stalker sind nur noch zu zweit. Jetzt zu dritt, jetzt wieder zu zweit. Nur noch einer alleine. Schildbatterie ist leer. Parcel, jetzt kam jetzt mit dazu. Und die Bio kitet gegen die Sets. Denn Concussive Shells ist mit dabei. Reinforcements folgen für die Terraner-Einheiten. Mehr Palm, Lord und Rings kommen angelaufen. Hero hat hier nicht genug bekommen. Sein Chi-Chi. Well played. Und Oliveira steht hier tatsächlich im Finale. Er hält hier seinen Run weiterhin aktiv, um hier um die Weltmeisterschaft, um den Titel zu kämpfen. Und hat jetzt noch ein Best of Seven vor sich. Für Hero endet die Reise ein weiteres Mal im Halbfinale. Das ist ein paar Jahre her, aber sein Weg endet ein weiteres Mal im Halbfinale gegen Oliveira. Also Oliveira, die Überraschung tatsächlich. Er steht jetzt im Finale. Für Hero, ja, sein voriges Match war mega krass. Also sein Viertelfinalmatch, da hat er einfach nur abgeräumt, wenn das nicht hier gegen Oliveira nicht so ganz die Antworten gefunden, die er gebraucht hat. Aber trotzdem starkes Ergebnis von ihm, muss man sagen. Ich meine, er ist der einzige Protoss, der sich so weit kämpfen konnte. Mit Abstand. Der nächste ist dann Creator in den Top 12. Aber so Top 8, Top 4, da ist Hero ganz alleine auf sich gewesen als Protoss-Vertreter. Ja, und damit Halbfinale sind erledigt. Wie gesagt, es gibt kein Spiel um Platz 3, es gibt nur noch ein Grand Final, ein Best of 7 um den Pokal, um die Krone, um die Weltmeisterschaft. Und es sind die Terraner, die das für sich entscheiden. Und es sind zwei Spieler, die das beides noch nicht gewonnen haben. Bin sehr gespannt, wie das Match dann am Ende ablaufen wird. Das sehen wir beim nächsten Mal. Das aus mir. Macht's gut und ciao.